Ein wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wieder Filme und Serien, ich habe es ja vorhin Monat nicht geschafft, dafür mache ich jetzt vorhin Monat und den Monat davor, also März und April 2018. Es ist wirklich eine ziemlich lange Liste. Einige Sachen von Amazon fehlen mir, weil mir mein Fire TV abgeraucht ist. Und ich halt einen neuen habe und es gibt nicht mehr die Möglichkeit bei Amazon, das auf der Seite, wenn man auf meine auf Videos geht, konnte ich früher mal sehen, das habe ich geguckt und unten unter Watchlist, gibt's nicht mehr. Leider Gottes, also können wir nur das machen, was ich noch nachvollziehen konnte. Aber anfangen tun wir mit TV. Dann kommt DVDs und Blu-rays, dann kommt Amazon und da fangen wir an mit Filmen, dann Serien, dann Netflix und dann bei Netflix auch wieder mit Filme und Serien. Netflix ist diesmal wirklich echt viel. So, also im TV, die Links findet da unten wieder, also die ganze Liste findet da auch unten in der Videobeschreibung, die werde ich euch unten drunter mal reinkopieren. Auf RTL habe ich mit meiner Frau geguckt. Magda macht das schon. Das ist eine schöne, lustige Serie. Und ich bin eigentlich RTL-Verweigerer. Aber ja, die Serie ist echt gut. Guck sie mir über TV Now immer an. Kann ich jedem empfehlen. Obwohl sie nicht wirklich einen polnischen Akzent, sondern einen russischen hat. Aber naja. Dann auf ProSieben, wie immer, Big Bang Theory und neuerdings jetzt auch Young Sheldon. Meine Frau mag Young Sheldon nicht so. Ich finde Young Sheldon einfach klasse. Ist lustig. An manchen Stellen könnten sie ein bisschen mehr übertreiben, weil es ist manchmal noch ein bisschen zu normal, so ein bisschen, naja. Aber so finde ich das ganz gut. Und ich finde, die Mutter haben sie so geil gecastet bei der Serie. Die sieht von mir Sicht sieht die aus wie wirklich von Big Bang Theory und die Gestik, Mimik und die Eigenarten, die sie hat, ist wie bei Big Bang Theory. Es ist wirklich extrem geil gecastet. Dann auf Sat.1 Little Weapon. Da kommt ja gerade nichts Neues. Also da müssen wir jetzt warten. Die letzte Folge, die wir geguckt haben, war Elvis, glaube ich, oder Elvis lebt, heißt die irgendwie. Irgendwas mit Elvis wartet. Und da müssen wir jetzt warten. Ich glaube, da ist jetzt gerade Pause und dann müssen wir warten bis nach dem Sommer und dann geht es wahrscheinlich wieder weiter. Ich weiß es nicht. Jedenfalls kam vorige Woche nichts. Und dann haben wir geguckt auf RTL 2. Babys und kleine Wunder, großes Glück. Babys, kleine Wunder, großes Glück, so heißt es. Und die Babystation haben wir geguckt. Oh, ich brauche jetzt mal was zu trinken heute. Ich wollte eigentlich vorhin noch ein Unboxing machen von meiner Tasse, aber jetzt brauche ich die erstmal zum Trinken. Ich habe so einen trockenen Hals. Ich habe übrigens mal so am Rande. Mein Merch ist da. Also der erste Entwurf für mein Merch ist da. Das war eigentlich, was wir auch im Fernsehen geguckt haben. Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so die Fernsehkicker. Bei uns, wir gucken lieber Amazon und Netflix. Also meine Frau meckert immer, dass ich zu viel Amazon und Netflix gucke. Sie will lieber weiter Fernsehen gucken. So sieht das schon. Das ist jetzt schon besser. Aber mich stört die Werbung, mich nervt das einfach. Ich gucke da lieber Amazon und Netflix und dann passt das schon. Dann Rambo 1. Da habe ich euch einen Link zu Rambo Collection 1 bis 4 drin gemacht. Ich hatte mir Rambo 1 ja geholt bei, war das bei Amazon, wo sie das im Angebot hatten, oder, nee, das war vorher ja bei Mediamarkt, wo ich John Wick 1 auch gekauft habe. Das war bei Mediamarkt, habe ich die Blu-ray mir geholt gehabt. So, dann kommen wir zu Filmen. Da habe ich geguckt, das steht jetzt zweimal drin in der Liste, ist aber bei Amazon nur eins, aber obwohl sind zwei Filme. Hulk vs. Thor und Hulk vs. Wolverine. Ja. Hulk ist grob und so,
Aber ja, es ist auf eine Art ist es cool, auf der anderen Art, manche Szenen sind ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen komisch. Ist auch gerade für Prime gratis, müsst ihr mal reingucken. Also ich habe sie damals ja schon geguckt und da fand ich ehrlich gesagt Planet Hulk cooler als die beiden Sachen. Also Planet Hulk kann ich euch auch empfehlen. Ja. Dann habe ich geguckt, Beileid mit meiner Frau, Beileid bis zum Abendbrot. Absoluter Quatsch. Also die nimmt das, also das ist wieder so Scary Movie mäßig, aber noch übertriebener. Teilweise sehr extrem übertrieben. Also wir haben es dann bis zu Ende angeguckt, aber es waren ein paar lustige Szenen mit bei, aber eigentlich war einfach zu überspitzt und ja, also nicht mein Humor und auch nicht der Humor von meiner Frau. Dann Buddy Parade, der Film. Oh, das kann ich euch empfehlen. Ist auch gerade für Amazon Prime gratis drin. Das müsst ihr euch angucken. Mega lustig. Alles so einige Sachen aus der Buddy Parade und jetzt alles in einem langen Film. Wirklich geil gemacht. Ich hoffe, da kommt noch ein zweiter Film von. Leider gibt es ja Buddy Parade nicht mehr. Das war mal schön lustig. Also den kann ich euch wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Dann Vendetta, alles was ihm blieb, war Rache. Das mit Arnold Schwarzenegger. Ich fand ihn gut, meine Frau nicht. Na gut, teilweise ein bisschen langatmig. Also der Anfang war geil und dann so mittendrin ist immer schleppender geworden. Immer schleppender, schleppender. Zum Ende ist es dann nochmal gut geworden. Ja, Urteil möchte ich mir darüber lieber nicht erlauben. Man kann sich angucken. The Prince, genau. Only God, genau. The Prince, das ist mit Bruce Willis. Und der Typ, also nicht Bruce Willis, der andere, der kommt wieder in sein altes Revier und war da mal eine große Nummer und jetzt ist seine Tochter verschollen. Ich will euch nicht zu viel spoilern, ihr findet es jedenfalls wieder und dann ist das da alles, oh. Guckt da mal rein, kann ich euch wärmstens empfehlen. Kurioserweise finde ich es in meiner Liste bei Amazon, in meiner Watchliste auch nicht. Also auf dem Fire TV wird es mir angezeigt, auf der Watchliste nicht. Ich weiß nicht, vielleicht weil es ab 18 ist, ich habe da jetzt nicht nachgeguckt. Oder war das ab 16? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Kann ich euch so jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen. Dann Far Cry 5, den Film habe ich mir angeguckt, also rin geguckt, war alles wieder Englisch, habe ich dann nach einer Weile auch wieder ausgemacht, also habe ich nicht komplett geguckt, weil, wie gesagt, alle komplett in Englisch ist, genau wie bei The Division, machen sie einen Film und dann halt wieder nur Englisch. Die Spiele ist Ubisoft immer richtig schnell mit bei, also die gibt es immer auch in Deutsch und bei den Filmen leider nicht, also da muss noch nachgezogen werden, definitiv. Dann Maze Runner 1 und 2. Warte mal, Maze Runner, die Auserwählten im Labyrinth und in der Brandwüste, genau. Die beiden haben wir uns angeguckt, weil die hat meine Frau noch nicht gesehen. Die sind echt cool, die kann ich echt wirklich empfehlen, die sind richtig geil gemacht. Da kam ja jetzt der dritte Teil ins Kino, Anfang des Jahres. Ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Und da kommt ja noch ein vierter Teil, angeblich wohl. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, weil muss weitergehen. Auf jeden Fall. Weil so kann es nicht stehen bleiben. Ja, Action ist drin. Zukunftsgedöns, wie meine Frau immer sagt. Aber gut. Schön mit Action und so. Warte mal, ich muss mal hier, habe ich gerade einen Fehler gefunden. So. Dann bei Amazon Serien habe ich jetzt angefangen, also habe ich gestern kurz reingeguckt, ob es wirklich in Deutsch ist. Das werde ich mir gleich angucken. The Path, also Der Pfad, Staffel 3. Die geht um eine Sekte und einer greift die Macht an sich und jetzt hat der andere Visionen gehabt und jetzt nimmt der die, will er die Sekte reformieren. Aber eine friedliche Sekte ist es. Wirklich geil gemacht, extrem geil gemacht und die Schauspieler und alle drum und dran, also die Serie kann ich euch wärmstens empfehlen, guckt da mal rein, ist für Amazon Prime Mitglieder gratis, ist exklusiv Prime, also Amazon Exklusivserie
Absolut geil. Absolut geil. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. So, dann hier McMafia habe ich weitergeguckt. Das wurde mir ja von euch empfohlen. Und da warte ich jetzt sehnsüchtig auf Staffel 2, weil das ist wirklich eine echt coole Serie. Er ist Banker und wird denn da in so Mafia-Geschäfte drin, ja. Eigentlich nur wegen der Familie, weil er sie retten will und so. Absolut cool. Kann ich euch echt nur empfehlen. Guckt da mal rein. Ist auch, glaube ich, so ja Amazon exklusiv. Wo haben wir? Ach, hier. Dann habe ich Mr. Robot Staffel 1 und 2. Also nicht alles, aber so ein bisschen, so alle 2 Folgen oder mein, ich glaube Staffel 1 habe ich nicht, Staffel 2 komplett geguckt, um das nochmal so aufzufrischen, was da war. Weil jetzt gibt es ja Staffel 3, das will ich mir dann demnächst angucken. Also da brauche ich jetzt nicht mehr zu sagen, das habe ich ja damals schon was dazu gesagt. Ja, der ist ein bisschen, der hat so ein bisschen, ja, schizophren ist der Typ irgendwie, aber echt cool gemacht die Serie. Und dann weißt du immer nicht, was ist das jetzt real, ist das nicht real? Bei der ersten Staffel, bei der zweiten hast du denn schon gewusst, welche jetzt fake sind. Und dann kam dann doch wieder heraus, dass da andere fake waren. Oh. Oh wei, oh wei, oh wei. Dann habe ich angefangen, die erste Folge Patriot zu gucken. Die wurde mir angekündigt, die stand im Fire TV oben, hier neu, Patriot. Habe ich mal die erste Staffel, also die erste Folge geguckt. Fand ich jetzt so beim ersten Mal gucken jetzt nicht so, dass ich jetzt weiter gucken hätte müssen. Es waren ein paar gute Sachen mit bei, aber weil ich ja noch so viel offen hatte, habe ich das auf später verschoben. Also das werde ich mir demnächst noch mal zu Gemüte tun und auch nicht auf abends, auf dem Abend, sondern mal tagsüber, wenn ich da ein bisschen was mehr von mitkriege. Also kann ich jetzt dazu auch noch nicht großartig was sagen. Ja, dann habe ich ja Mask, also MASK und Defenders of the Earth. Das ist alte Zeichentrickserien, wirklich alt, also 90er. 90er. Richtig, richtig alt. Und warum habe ich die geguckt? Wegen einer Serie, was ihr nachher bei Netflix mitkriegen werdet, die ich da geguckt habe. Bin ich so auf den Trip gekommen und hab dann mal die beiden so ein paar Folgen mir angeguckt. Also auch nicht die ganzen Folgen. Ich weiß nicht, wie kann man sich das. Ich weiß nicht, wie ich mir das damals antun konnte. Also so toll sind die nicht mehr. Ich hab die 4 cool in Erinnerung gehabt. Bei Mass, Mensch, die setzen voll die hypergeilen Masken auf und die Autos verwandeln sich. Und wenn du die jetzt guckst, dann setzen sich irgendwelche komischen Masken auf. Die sind nicht mehr cool gestylt. Bei dem einen Auto kommt vorne ein Boot rausgefahren, geht dann so auf, dann kommt ein Boot raus. Heute fährt man mit Auto einfach so über Wasser. Also es ist nicht mehr. Also ich hab's viel, viel cooler in Erinnerung. Ich hab's viel, viel cooler in Erinnerung, dass die fett die geilen Masken aufsetzen, die Autos sich wie bei Transformers extrem geil verwandeln. Da geht nur was auf und dann kommt was raus. Beim Helikopter gehen die Dinger weg, die Rotoren nach hinten, die gehen dann nach unten reingeklappt und dann kommt Flügel raus, dann wird aus dem Helikopter ein Flugzeug. Ja, aber weiß ich nicht. Ich hab's viel cooler in Erinnerung. Man sollte, ich habe mir auch geschworen, ich gucke nicht mehr so viel alte Zeug, wo ich gute Erinnerungen, richtig gute Erinnerungen dran habe, werde ich nicht mehr gucken, um mir meine Kindheitserinnerungen nicht kaputt zu machen. Lieber geil in Erinnerung behalten, wenn man es heute guckt und nicht so geil ist, dann ist es nicht so schön. Dann lieber geil in Erinnerung behalten. Und bei Defenders of the Earth, ja, mit Flash Gordon und mit Ming und naja. Habe ich eine Folge oder zwei geguckt, habe ich gedacht, oh jo, das reicht jetzt auch. Ich fand Flash Gordon damals voll cool. Und jetzt sieht es jetzt nicht mehr so toll aus. Obwohl, da gab es noch mal damals eine Serie. Mitte 2000 war das, glaube ich, irgendwann. 2005, 2006, 2008. Ich weiß es gar nicht genau. Flash Gordon auf RTL 2 kam die, glaube ich, auch. In der heutigen Zeit, also echte Serie, nicht so Zeichentrick. Die war eigentlich auch ganz gut. Ist aber wohl nicht gut gelaufen, haben sie wieder abgesetzt.
So, und dann kommen wir jetzt mal zu Netflix. Wir fangen wieder an mit Filmen und dann Serien. Filme habe ich mit meiner Frau geguckt. Polka King. Das ist ein Film nach einer wahren Begebenheit. Und den Polka King, den spielt Jack Black. Und den spielt er wirklich sehr, sehr gut. Und mit dem polnischen Akzent und mit dem ja, Polka singen. Jack Black ist ja nicht reiner Schauspieler, der ist ja eigentlich Musiker und ist nur so zufällig zum Film gekommen. Seine Band ist Tenacious D, machen gute Musik, könnt ihr mal googeln. Da gibt es auch einen Film mit seinem Mitsänger Tenacious D, oder Gitarrist Tenacious D heißt der Film. Den kann ich euch echt wärmstens empfehlen, der ist auch richtig geil. Ja, und Jack Black macht das gut. Der Film ist echt lustig. Manchen Stellen auch etwas ernst und nachdenklich, aber überwiegend Fall ist er lustig. Where First Meet. Ach so, ja, das war. Ach ja, Where First Meet, das war das, wo er in der Vergangenheit reist, glaube ich. Ja, genau. Der hat den Punkt verpasst. Warte, wie war denn das? Er hat eine Freundin, seine beste Freundin. Und er hat den Punkt verpasst, wo er der Freund hätte sein können am Anfang beim Kennenlernen. Und das versucht er dann durch irgendwie, kann ich nicht verraten, will ich nicht verraten, kann er das immer wieder nachspielen. Und was masselt immer mehr oder dann wird es teilweise gut, läuft für ihn total gut, für sie scheiße oder für beide scheiße oder so. Und dann stellt sich was anderes raus und lange Geschichte. Also da müsst ihr mal reingucken, kann ich euch echt nur empfehlen. Dann habe ich geguckt, Full Metal Alchemist. Da hatte ich damals eine Anime-Serie geguckt, wenn ich mich noch recht erinnern kann. Und da gab es jetzt, kam jetzt auf Netflix ein Film mit echten Schauspielern und so. Der ist wirklich sehr gut und in komplett Deutsch. Ja, und den habe ich mir jetzt angeguckt und echt geil. Also kann ich wirklich nur empfehlen, wenn er jetzt nicht so auf Manga und so und Zaubern steht, dann lasst die Finger davon, aber sonst ist der geil. Dann The Cloverfield Paradox. Habe ich mir jetzt nochmal angeguckt, Cloverfield, weil da gab es ja jetzt auch diese Serie. Da bin ich aber noch nicht dazu gekommen, die zu gucken. Ja, ich habe jetzt einfach mal nochmal Cloverfield drin geguckt. Und war echt cool. Fand ich gut. Es war ziemlich alt, der Film, aber immer noch sehr, sehr gut. Dann habe ich Stranger Things Staffel 1 und Staffel 2 geguckt. Also 1 kenne ich schon, habe ich mit meiner Frau nochmal geguckt, damit, weil ich wollte 2 gucken. Hat sich für interessiert. Also habe ich nochmal 1 geguckt, damit sie den ganzen Anfang mitkriegt. Dann haben wir 2 geguckt. Jetzt ist eigentlich abgehakt. Jetzt müsste eigentlich nichts mehr kommen. Aber wenn jetzt natürlich noch eine Staffel 3 kommen würde, würde ich natürlich nicht nee sagen. Also das ist auch Netflix exklusiv. Ist wirklich super gemacht, kann ich echt jedem empfehlen. Schön. Und so schön so auf 90er getrimmt. Mit den fetten Sony-Kameras. Oh nee, da sind so Sachen mit bei. Oder mit Kassetten und so. Sachen, wo die Jugend von heute sagt: Was ist denn da eine Kassette? Ich habe USB-Stick, mach ich rein. Nee, wir hatten damals noch Kassetten. Und da nicht so wie ein USB-Stick, jetzt ist so groß oder hier so eine Micro-SD. Hier mit 64 Gigabyte, wo ganze Sammlungen an Musik raufpassen. Nein, wir hatten Kassette mit Magnetbändern, die waren so und so hoch und so dick. Und da haben 60, nee, Quatsch, bei den großen haben sie ja 90 Minuten raufgepasst. Also 45 Minuten auf eine. Und 45 Minuten auf die andere Seite. Also musste man Kassette noch wenden. Später kam dann das erst mit Walkmans, wo man dann die Seite automatisch gewendet hat, wo er dann andere Seite drin gezogen hat. Ach, aber das kennt die Jugend von heute nicht mehr. Das waren noch Zeiten, ey. So, dann Marvel's Defenders habe ich weitergeguckt und ich fange jetzt gerade an, Marvel's Jessica Jones zu gucken. Die anderen bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Ich bin immer noch am Aufholen. Und also ich fand Jessica Jones am Anfang nicht so toll. Jetzt durch Defenders habe ich gedacht, gibst du ihr noch mal eine Chance? Und jetzt ist es doch gar nicht mal so schlecht.
Also jetzt gefällt sie mir mit ihrer negativen Art und sowas. Also jetzt ist schon cool. Aber am Anfang, ich weiß nicht, warum sie mir am Anfang nicht gefallen hat, war nicht so meins, weiß ich nicht. Die kam so ein bisschen komisch rüber. Aber naja, nun ist es halt so. Dann Black Lightning Staffel 1 bin ich immer noch am gucken. Ja, das ist auch ein schwarzer Superheld, der kann Energie machen und. Ja, das andere kann ich alles nicht verraten, sonst, wenn ihr die Serie noch nicht geguckt habt, dann. Mist. Und dann passiert was in der Serie. Es geht um Verbrechen und Verbrechen aufklären und Big Boss und Endboss und. Guckt das einfach. Ich kann euch da nichts verraten. Egal, was ich sage, ich würde euch spoilern. So, Spielzeug, das war unsere Kindheit. Mensch, das wird unsere Kindheit. Oh, deswegen Hochmask, wegen Spielzeug, das war unsere Kindheit. Da habe ich geguckt mit meiner Frau He-Man. Nee, erst haben wir Star Wars geguckt. Erste Folge war Star Wars. Dann kam. Kam dann He-Man, dann kam He-Man, Barbie und dann kam Turtles, glaube ich. Ich hoffe, ich bringe die Reihenfolge nicht durcheinander. Ach, das war toll, das alle zu sehen. He-Man. Ich habe die Macht. Oh, das sind pure Kindheitserinnerungen. Dann haben sie halt so, erzählen sie so, wie sie dazu gekommen sind, das Spielzeug zu machen, weil zu allen anderen Spielzeugen gab es ja immer eine Serie und dann kam das Spielzeug. He-Man gab es erst das Spielzeug, dann gab es eine Serie und hat sich wirklich gut verkauft, bis es dann radikal eingebrochen ist, obwohl He-Man echt geil war. Aber der Film damals, oh, in den 90er, oh, der war so grott mit Dolph Lundgren, der war so grottenschlecht. Oh, auf unsere Erde und dann mit so einem kleinen Gnom und ich weiß es nicht, das hat überhaupt nichts mit He-Man zu tun. Ihr habt, das war so grottenschlecht. Hätten sie den Film vielleicht einen Tick geiler gemacht und nicht so eine Rotze abgeliefert, so pure Science-Fiction-Scheiße, was mit He-Man überhaupt nichts zu tun hat. Wär vielleicht nochmal hochgekommen, aber naja. Und dann haben wir Turtles geguckt. Frau hatte auch, kennt auch noch Turtles von ihrem Bruder und so. Und sie hat glaub, auch Turtles gehabt. Ich weiß ja gar nicht. Donatello hat sie gesagt, hat den fand es immer ganz gut. Die guckt ja auch die Turtles Filme, haben wir ja auch zusammen geguckt. Ja, also das kann ich euch echt nur empfehlen. Ich hoffe, da kommt noch mehrere Staffeln, weil das wirklich sehr interessant ist. Und auch wie sie die Star Wars Figuren gemacht haben und wer da der Marktführer war und warum und weshalb, weil kein anderer herstellen wollte und so eine Schoten. So. Dann habe ich nochmal geguckt, Ozark, Staffel 1. Weil die Serie fand ich sehr gut und hatte jetzt voll Bock, nochmal die zu gucken. Ja, da geht halt um einen Banker, der Geld wäscht für die Mafia und dann muss er da. Ach Mensch, der muss halt nach Ozark. Das ist so ein See. Warum und weshalb kann ich nicht sagen, weil dann würde ich euch zu sehr spoilern. Und dann muss er da das Geld waschen und das wird alles schwer. Und dann muss er gucken, dass er Geschäfte kauft und dass die Geld waschen. Und ein bisschen wie McMafia, aber durch McMafia bin ich drauf gekommen, das eigentlich nochmal zu gucken, weil es geil war. Und ich hoffe, dass da nochmal Staffel 2 kommt. Dann habe ich mit meiner Frau geguckt, so ein paar Folgen von Pussy Terror TV, ist gerade bei Netflix. Ja, die kennen wir damals noch von ProSieben. Und die Kebekus, die hat ja auch mit Bogus und so das gemacht. Ach, wie hieß denn das? Wenn ihr das wisst, schreibt das mal in die Videobeschreibung, wie das hieß mit der Kebekus und Bogus, dem komischen Bären. Kam auch auf ProSieben. Ja, ist halt lustig. Ich fand einiges nicht lustig, aber so an sich kann man es schon mal angucken. Was haben wir hier noch? Ach nee, Stretch haben wir ja auch noch. Scheiße. Ja, hier ist Stretch. Ach. Stretch Armstrong. Ich habe mir nur Stretch aufgeschrieben. Stretch Armstrong, The Flex Fighters oder so hieß das. Habe ich mit meiner Tochter zwei Folgen geguckt. Das ist halt auch so.
Superhelden und die kommen in so eine Masse und können dann flexen. Also der eine kann so ganz doll dehnen, der andere wird groß oder kann Körperteile groß machen. Der andere kann halt irgendwie fliegen. Flügel ausklappen, irgendwie an der Seite. Ich weiß es nicht. Ist an sich ja nicht mal so schlecht gemacht. Und da kann man, konnte man irgendwelche Taler verdienen bei Netflix. Ich habe keine Ahnung, was Netflix da schon wieder eingeführt hat. Aber wir haben auch nur 2-3 Folgen geguckt, dann haben wir es sein lassen, weil naja, so prall ist es nicht. So prall ist es nicht. Man kann es mal gucken, aber so prall ist es überhaupt nicht. So. Dann habe ich hier noch Sachen aufgeschrieben, die ich mir später nochmal angucken will. Oder beziehungsweise, ich habe ja eine Sache, habe ich schon angefangen, muss ich noch weiter gucken. Hier zum Beispiel Designated Survival, Survival. Das ist jetzt, habe ich gestern oder vorgestern bei Netflix erst gesehen, wo ich mit meiner Frau Stranger Things geguckt haben. Da kam da so eine Werbung am Ende, wo wir fertig waren mit der Staffel. Und das fanden wir eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist so, auch so, ja, der musste das Amt vom Präsidenten irgendwie übernehmen, weil Anschlag war und so. So ein bisschen wie 24 und das ist halt eine Serie und ich weiß nicht, so die ersten Szenen, ich habe noch nicht reingeguckt, also die ersten Szenen sahen gut aus im Trailer, aber man weiß ja, ein Trailer sagt, zeigt man immer die meisten besten Szenen und dann ist das dann halt doch nicht so toll. Also da muss ich mal gucken, da kann ich mir noch nichts zu erlauben, also das will ich halt nur demnächst gucken. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse, Staffel 2 ist jetzt da. Das werde ich mit meiner Frau auch gucken und Tochter. Da haben wir schon Staffel 1 geguckt. Wir warten jetzt noch auf Anne mit N. Oder so hier. Wie hieß denn das? Anne ohne N? Oder? Anne mit E? Keine Ahnung. Irgendwie was mit Anne. Anne mit den roten Haaren kennt er ja. Von damals Zeichentrickfilme gibt es bei Netflix als richtigen Film. Und da warten wir auf Staffel 2. Ja, und da hatten wir dann hier das geguckt. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Das kennt jeder von euch, wo das ist ein altes Buch und gab schon ein paar Mal mit. Ach, weiß ich nicht. Und jetzt ist es halt mit Jim Carrey und so. Und die Kinder, die Eltern sterben, die kommen zum Onkel, da werden sie weggeholt. Und dann finden sich immer wieder andere Verwandte, so ein Onkel auf dem Schiff oder an der Klippe und so. Und komischerweise macht immer der Onkel, wo sie weggeholt haben, versucht dann das kaputt zu machen, dass die da nicht bleiben. Und dann geht's halt wieder zum nächsten Familienangehörigen. So in etwa. Guck da mal rein. Also ich finde es ja nicht mal so schlecht. Frauchen und ich haben. Fandet ganz gut. So, dann wo war ich denn hier? Oh, meine Liste ist so lang. Ich bin jetzt weggerutscht, hab das nicht markiert. Eine Reihe betrübliche, dann noch. Santa Clarita Diät, Staffel 1 und 2. Eins habe ich bis zur Hälfte geguckt, dann habe ich es abgebrochen. Jetzt kam Staffel 2, jetzt gebe ich Staffel 1, muss ich nochmal weiter gucken, dass ich dann Staffel 2 gucken kann. Das ist der mit der Kleen von E.T., das Mädchen, die auch bei Drei Engel für Charlie mitgemacht hat. Und die wird irgendwie zum Zombie und frisst Nachbarn und so. Also, ja, mal gucken. Shadowhunters Staffel 3 ist gekommen, da werde ich mal reingucken. Auslöschung. Keine Ahnung, der Titel hat mir gefallen, habe ich gleich auf meine Liste gepackt. Riverdale Staffel 1 muss ich weiter gucken. Cloverfield, die Serie, die muss ich dann endlich mal anfangen zu gucken. Habe ich immer noch nicht geschafft. Game Over, Mann. Das muss ich auch gucken, soll was lustig sein. Ich bin mal gespannt. Also das sind so die Sachen, die ich noch gucken muss. Das habe ich gedacht, mache ich mal mit hinten ran. Damit ihr wisst, als kleine Entschädigung, weil das vorigen Monat nicht kam, damit ihr wisst, was denn demnächst noch dran kommt. Oder ob ich es überhaupt schaffe oder wieder was ganz anderes gucke, weil wieder irgendwas Neues dazukommt oder keine Ahnung. Werden wir nächsten Monat sehen. So, dann soll es das jetzt hier auch erstmal gewesen sein. Ich werde das auch gleich bearbeiten.
Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch alles. Wenn meine Tochter gleich kommt, dann müssen wir noch zum nächsten Termin. Ich hoffe aber, dass ich es noch alles schaffe, weil morgen auch Termine sind. Das ist am 5. zu meinem Geburtstag. Also am 5. April habe ich Geburtstag. Da werdet ihr dieses Video hier sehen. Da werde ich aber nicht online sein. Ich bin mit meiner Frau unterwegs. Wir wollen essen gehen und dann noch ein bisschen was anderes erledigen. Also uns einen schönen Tag machen, besser gesagt. Und da werde ich dann wirklich mal offline-Leben genießen und einfach mal nur ich sein. So, wie gesagt, wahrscheinlich klappt es Ende April mit meinem Merch. Hier ist das erste, die erste Tasse ist schon da. Die habe natürlich ich gekriegt, die erste Tasse. Ja, mit Good Morning und so. Werde ich auch gleich nochmal ein Video machen und vorstellen. Bis Ende April soll der Shop denn wohl, wenn alles klappt, stehen. Und da kommt noch ein richtig geiles T-Shirt, wo ich heute mit Stefan die Design besprochen habe. Aber ich schweife schon wieder ab. Ich würde denn hier erstmal einen Cut machen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen, denn Däumchen ist ein Träumchen. Wenn ihr noch Serien oder Filme habt, die jetzt gekommen sind oder schon was älteres, wo ihr sagt, Mensch, das könnte mein Beuteschema sein, einfach in die Kommentare posten. Ich lese natürlich, beantwortet es. So wie MacMafia war ja auch ein Vorschlag von euch. Und Cloverfield, was ich jetzt demnächst gucken werde, ist auch ein Vorschlag von euch. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm mehr, habt da gar nicht mitgekriegt, dass das kommt. Ja, dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Ich wünsche euch was. Ahoi, sagt euer Odin.